Hallo und herzlich willkommen zum Video, welche Beitragsänderungen der Pflegeversicherung beinhaltet das neue Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Im Rahmen des neuen Gesetzes ergeben sich im Wesentlichen zwei größere Änderungen. Zum einen wird der Beitragssatz der Pflegeversicherung für alle Arbeitnehmer, die in die Pflegekasse einzahlen, erhöht. Die Anhebung erfolgt von 3,05% auf 3,40%. Damit einhergehend erhöht sich ebenfalls der Zuschlag für kinderlose Arbeitnehmer von 0,35% auf 0,60%. Zum anderen führt der Gesetzgeber einen Abschlag vom Arbeitnehmeranteil für Arbeitnehmer mit mehr als einem Kind ein, um diese entsprechend zu entlasten. Dabei handelt es sich um eine Höhe von je 0,25% für das zweite bis fünfte Kind. Im Folgenden beschreiben wir Ihnen, wie Sie in beiden Fällen korrekt vorgehen können. Zu Beginn öffnen Sie bitte die Sage HR Suite. Um die Beitragssätze grundlegend anzupassen bzw. zu prüfen, ob diese bereits korrekt hinterlegt sind, begeben Sie sich bitte zum Menüpunkt der globalen Konstanten. Diese finden Sie unter Datenstamm, Vorgaben, Konstanten, Beitragssätze allgemein. Hier muss in der Gültigkeit Juli 2023 unter Pflegeversicherung ein Abschlag von 0,25% sowie ein Zuschlag von 0,60% hinterlegt sein. Insofern keine Gültigkeit Juli 2023 vorhanden ist, kann diese über die Schaltfläche Aktion Änderung erstellt werden. Die Einführung des Abschlags von 0,25% für das zweite bis fünfte Kind ist der zweite wichtige Schritt, der besonders die Arbeitnehmer mit mehr als einem Kind entlasten soll. Unverändert bleiben die Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind vom kinderlosen Zuschlag befreit. Für den Abschlag vom Arbeitnehmeranteil der Pflegeversicherung gelten folgende Bedingungen. Kinder müssen unter 25 Jahre sein. Diese werden berücksichtigt bis zum Kalendermonat, in dem das 25. Lebensjahr vollendet wird. Hierzu zählen auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder, soweit wohnhaft im Haushalt, sowie verstorbene Kinder bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese das 25. Lebensjahr vollendet hätten. Ihre Aufgabe als Arbeitgeber besteht zunächst darin, sich die Elterneigenschaft vom jeweiligen Arbeitnehmer bestätigen zu lassen.
Hierfür soll zukünftig ein Verfahren durch das Bundeszentralamt für Steuern eingeführt werden. In der Übergangsphase, in der wir uns aktuell befinden, gelten folgende Regelungen. Die Arbeitnehmer müssen zur Abgabe der Nachweise aufgefordert werden, zum Beispiel per Musterschreiben inklusive Datum und Unterschrift. Für diese Nachweise gibt es eine Aufbewahrungspflicht. Die Vollendung des jeweiligen 25. Lebensjahres eines Kindes muss aktuell noch eigenständig, zum Beispiel per Excel-Liste, dokumentiert und nachgehalten werden. Die Anzahl der Kinder muss im Arbeitnehmerstamm der HR-Suite hinterlegt werden. Im klassischen Arbeitnehmerformular wird die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder unter Datenstamm, Arbeitnehmer, Steuer-SV, Kassen, Nachweis, Elterneigenschaft hinterlegt. Im Arbeitnehmer Plus wird die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder unter Bearbeiten, Abrechnungsdaten, Anzahl Kinder für PV-Abschlag hinterlegt. Die Berechnung erfolgt nach der Pflege der Eingaben dann im Rahmen der Nettolohnermittlung. Die berechneten Werte können anschließend anhand der Lohnscheine bzw. Lohnkonten nachvollzogen werden. Weitere Informationen können Sie unserem Blog-Eintrag Beitrag zur Pflegeversicherung berechnen ab Juli 2023 oder unserem Wissensdatenbank-Artikel mit der Nummer 213699 entnehmen.